Servus zusammen, ich bin Sigi Eichhorn und in diesem Video stelle ich euch eine Actionkamera vor. Und zwar nicht irgendeine, sondern die Insta360 ONE RS. Die Vielseitigkeit, die diese Kamera mit sich bringt, macht sie auch tatsächlich einzigartig auf der Welt. Weil man hat die Auswahl zwischen verschiedenen Objektiven, die man hiermit mit dieser Actionkamera verbinden kann. Wenn man zum Beispiel nur Action filmen möchte, kann man mit diesem 4K Action Modul filmen. Dann habe ich auch die Möglichkeit, mit einem 360 Grad Objektiv Modul zu filmen. Das wird einfach nur zusammengebaut. Oder ich möchte wirklich 5,3K Weitwinkel Action Aufnahmen machen, dann würde ich dieses Objektiv hier verwenden. Also gerade diese Mischung, dass man verschiedene Objektive draufschrauben kann, macht diese Kamera für mich echt ein ganz, ganz cooles Spielzeug. Ja, und es ist nicht nur ein Spielzeug, sondern ich verwende es tatsächlich auch so für meine YouTube-Filme oder auch bei Kundendrehs, ja, weil sie einfach klein, leicht und einfach handlich ist. Und was diese Kamera auch noch auszeichnet, ist, dass sie ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis hat in Bezug auf Action-Kamera und 360-Grad-Kamera. So brauche ich keine Kompromisse. Habe alles auf Tasche, sage ich mal, wenn ich unterwegs bin und kann die blitzschnell tauschen. Ja. Ich habe hier diese Twin Edition. Da war dabei die Kamera, das Case, ein Linsenschutz und das 360-Grad-Modul. Bevor wir zu den eigentlichen Aufnahmen kommen, zähle ich nochmal ganz kurz die Highlights auf, die mir an der Kamera einfallen. Also das ist diese Vielseitigkeit, die Modularität, dass ich die Objektive on the go im Handumdrehen einfach tauschen kann. Ja? Also einmal dieses 4K Boost Objektiv mit, ich glaube, das hat einen 48 Megapixel Sensor für wirklich sehr, sehr gute Bildqualität und eine tolle Performance auch bei schlechteren Lichtverhältnissen. Ein weiteres Highlight ist diese Flow State Stabilisierung. Ja, ob man mit der Kamera jetzt spazieren geht oder Fahrrad fährt auf unebenem Untergrund, das Bild bleibt wirklich schön gerade, sage ich mal, und nichts verwackelt. Die Kamera im Zusammenhang mit diesem Weitwinkel-Action-Modul funktioniert hier beim Fahrradfahren aus dieser First-Person-View ziemlich gut. Die Aufnahmen waren noch sehr stabil, bin jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell gefahren, bin ja schon alt, aber schlägt sich gut beim Fahrradfahren und man kann da die Kamera tatsächlich an verschiedenen Orten auch am Fahrrad befestigen und da ganz gute Zwischenszenen aufnehmen. Die Kamera verfügt über eine gute Tonaufnahme durch diese drei intern verbauten Mikrofone. Das zeichnet sich auch als Verbesserung zur Vorgängerversion ab. Die Kamera hat auch noch einen extra Windschutz hier innen drin im Case verbaut, dass man auch bei Wind, beim Fahrradfahren seinen Ton echt gut aufnehmen kann. So, und jetzt hört ihr auch mal die Windgeräusche, die jetzt hier während der Fahrt entstehen. Ja, ist es annehmbar? Ist es noch zu verkraften? Das werden wir gleich hören. Das ist jetzt hier alles über das interne Mikrofon aufgenommen. Dann verfügt die Kamera auch über einen größeren Akku als bei der Vorgängerversion. Ich kann euch mal zeigen, der andere Akku, der ist wesentlich kleiner, beziehungsweise der neue ist 21% größer als die alte Version. Also kann man auch länger mit aufnehmen. Die Kamera ist weiterhin wasserdicht, wenn man sie in diesem Case mit sich trägt. Ohne Case macht es ja auch keinen Sinn. Ja. Die kann man sich vielleicht im Mund stecken. Im Wasser, aber das wäre mir zu gefährlich. Ich würde sie im Case unter Wasser mitnehmen mit der Selfie-Stange.
was richtig toll ist, wenn man mit dem 4K-Modul filmt, nimmt die Kamera sofort MP4-Aufnahmen auf. Somit kann man diese MP4-Dateien direkt im Social-Media-Bereich teilen, ohne die noch aufwendig bearbeiten zu müssen, wie das jetzt mit dem 360-Grad-Modul geschehen müsste. Weil ihr wisst, die Kamera nimmt 360 Grad auf und im Nachhinein bestimmt man in der Software, welchen Kamerawinkel möchte ich man eigentlich haben. Mit dem 4K-Modul ist einfach Record drücken, aufnehmen, fertig. Es gibt auch mit diesem Objektiv die Möglichkeit, in 4K und 60 Frames pro Sekunde zu filmen. Detailreicher und einfach das Bild ist einfach flüssiger auf 60 Frames als nur auf 30 Frames, wo ich normalerweise filme. Noch ein Highlight fällt mir auch ein, die Kamera hat im Videomodus diesen HDR-Active-Modus. Das bedeutet auch, man hat mehr Dynamikumfang, ja, wenn man in Licht- und Schattensituationen reinkommt. Vor allem in den Abendstunden bei Sonnenuntergang, wenn man filmen möchte, würde ich dann tatsächlich auf diesen Active-HDR-Modus gehen. Bei praller Sonne reicht mir auch der normale Videomodus, muss man sagen. Und ihr könnt sehen, wenn ich jetzt mal gegen die Sonne filme, ist mein Gesicht immer noch einigermaßen gut ausgeleuchtet. Also echt schwierige Lichtverhältnisse hier gerade am Alpsee. Aber mein Gesicht ist einigermaßen hell und ja, das zeigt einfach die Stärken von dieser neuen Version, dieser Active HDR-Modus. Kamera, die nehme ich auch tatsächlich echt gerne mit bei so Fototouren, wenn ich einfach mit leichtem Gepäck unterwegs bin. So, der nächste Test wird jetzt sein in diesem Active HDR Videomodus, wie die Stabilisierung funktioniert. Und ich bewege mich jetzt hier ganz normal am Ufer in Schrittgeschwindigkeit. Und ich gehe mal davon aus, dass die Kamera intern das Ganze echt gut stabilisieren kann. So kann man echt ganz gut auch im Urlaub filmen oder eben bei den Fototouren. Ja, dadurch, dass die Kamera auch einen neuen Prozessor verbaut hat, zum Vergleich zum Vorgängermodell, kann man auch mit 48 Megapixel Fotos machen. Und wenn ich die mache, mache ich die meistens in diesem Pure-Shot-Modus. Da habe ich die Möglichkeit, im RAW-Modus zu fotografieren und dann im Nachhinein in Lightroom ja, den Dynamikbereich so anzupassen, dass es für mich einfach einen schönen Look ergibt. Also ich kann dann die Tiefen noch ein bisschen hochziehen, die Lichter runterziehen. Dann ja, einfach viel, viel besser als ein reines JPEG. So, jetzt fotografiere ich im normalen Fotomodus auf 48 Megapixel mit einer 5 Sekunden Auslöseverzögerung. Schaut vernünftig aus. Auf dem kleinen Display zumindest. Mal schauen, wie es am Rechner aussieht. Okay. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me. Better place for me. Trying to play my symphony. But there's so much noise around, so much noise around. Constantly fighting for space. I need
need to clear my mind, need to clear my mind. I wanna be empty, be empty, be empty. A spark of light of fire, I'm high, I'm a butterfly. A blooming flower, but I am thirsty. A drop of water and another drop. Und ich spreche die ganze Zeit, wie einfach es ist, diese Module zu tauschen. Es funktioniert so, man muss hier erstmal den Mikrofonadapter rausnehmen. Dann klickt man hier auf das Case, zieht die Kamera hier zack so raus, stellen wir beiseite. Dann hat man hier den Akku, nimmt man ab und schon hat man die Kamera eigentlich komplett auseinandergebaut. Jetzt sagen wir mal, ich möchte das 360-Grad-Modul draufbauen, stecke ich das einfach hier so zusammen, zack, dann kommt der Akku hier so drauf, fertig ist die Kamera. Das 360-Grad-Modul nutze ich tatsächlich auch immer nur mit dem Stick, das ist auch klar. Würde ich jetzt einfach so machen, die rausziehen, dann kommt es hier auf meinen Stick. Die normale GoPro-Halterung ist das, beziehungsweise die Sachen sind ja alle super genormt. Und dann müsst ihr einfach wissen, wenn ihr die Kamera dann verwenden möchtet, mit dem Selfie-Stick zusammen, sollte man sich so nicht filmen im 360-Grad-Modus. Weil dann der Selfie-Stick nicht rausgerechnet werden kann. Also die Kamera muss tatsächlich genau exakt gerade hier über dem Stick stehen. Ja? Sonst hat man diese Stitching-Line, so heißt das. Sonst sieht man Teile hier von dem Stick. Dann zieht man ihn raus und kann sich filmen, weil die Kamera nimmt wirklich 360 Grad alles auf. Und beim Fahrradfahren, beim Wandern habe ich die Kamera oft einfach so hinter mir oder vor mir und wähle dann im Nachhinein einfach den Bildlook aus. Und das ist eigentlich echt das Coole an der Kamera, dass man dann schnell die Objektive tauschen kann, je nach Bedarf. Eine schöne Perspektive ist immer, wenn ich den Stick einfach so hinter mir in der Hand halte, beim Bonwheelfahren oder beim Fahrradfahren zum Beispiel. Ich kann ihn ja auch über der Schulter halten. Oder ich gehe einfach bodennah mit dem Objektiv runter oder mit der Kamera runter. Also das sind immer ganz coole Aufnahmen. Da kann man meistens ein paar Sekunden schön für seine Videos verwenden. Ich zeige euch mal, wie es aussieht. Was man auch noch mit der Kamera machen kann, was ich allerdings nie nutze, ist im 6K Breitbild Kinomodus zu filmen. Also ihr kennt ja dieses Kinoformat und da hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, die Aufnahmen zu machen. Ja? Vor allem auch hier mit dieser größeren Linse. Dieses Seitenverhältnis 2,35:1, das ist nicht so mein Fall. Das kann man mal als Gimmick machen, aber so dreht man im Home-Bereich eigentlich keine Filme. Praktisch ist auch, dass man hier in dem Display der Kamera auch die Perspektive, also den Sofortzoom aktivieren kann. Man kann Ultrabreitmodus wählen, breit oder linear. Also das ist schon ganz cool, dass man da wirklich an sein Objekt auch heranzoomen kann, direkt hier im Display mit einem Tastendruck. Da gibt es hier sogar einen Shortcut dazu. Also das ist schon ziemlich beachtlich, was diese kleine Kamera eigentlich kann. Vielleicht ist es auch interessant, den Ton direkt einmal auszuprobieren von der Kamera. Wie ist der interne Ton indoor und dann auch nochmal, wie hört sich der Ton outdoor an? Ja, dafür gebe ich jetzt mal die Kamera hier kurz ins Case rein. Schließe hier den Adapter an. Zack. Hier habe ich ja diesen Blitzschuh-Mount oder Cold-Schuh-Mount, wie auch immer der heißt. Da kommt jetzt mal mein Rode-Mikrofon drauf. Aber nehme jetzt noch nicht den Ton auf, sondern erstmal mit dem
internen Mikrofon. Ah, Linse ist dreckig. So, jetzt hört ihr den Ton intern aufgenommen von der Kamera in dem Case über diese drei internen Mikrofone. Hier ist kein Wind, es ist eine ruhige Umgebung. Noch ist das Kind nicht da. Jetzt solltet ihr den Ton ganz gut so nachvollziehen können. Ich weiß, dass der Ton gut ist. Eure Meinung würde mich dazu auch interessieren. Ja, so, jetzt schließe ich mal hier das Mikrofon an. Legt das Kabel am besten hinten rum. Zack. Macht das Rode an. Ton kommt an. Ja, ich sehe den Ausschlag hier vom Ton. So, liebe Freunde, jetzt haben wir den Ton über das externe Mikrofon aufgenommen. Jetzt kann ich auch mit der Kamera wirklich weit weggehen, weil die Verbindung steht ja jetzt über Funk. Die Kamera nimmt ja über die internen Mikrofone Stereo auf. Wenn ich jetzt hier mein Rode externes Mikrofon anschließe, habe ich hier den Monoton. Ja, aber ich mache es dann so, diese Monospur verdoppel ich dann in meiner Videosoftware, dass ich wieder auf Stereo komme, auf Fake Stereo. Aber Indoor würde ich eigentlich immer, wenn ich nah an der Kamera dran bin, über das interne Mikrofon auch wirklich filmen und nicht extern. Ja, außer ich bewege mich 3-4 Meter weg von der Kamera, dann ist klar, dass jeder Ton scheiße. Was auch ganz cool ist, der Lautstärkebalken, der wird auch hier in dem Display immer angezeigt, wenn man aufnimmt. Ich zeige euch mal. So hat man auch die Möglichkeit, während der Aufnahme, wenn man das Display auf sich dreht, im Vlogging-Modus zu sehen, passt die Lautstärke, übersteuert das Mikrofon oder nimmt es denn auch überhaupt auf. Das ist einfach super, super wichtig. Hauptargument eigentlich auch für mich, diese Kamera zu nutzen, ist tatsächlich, dass die Kamera sich nicht aufhängt, wie mit meinen älteren GoPros, GoPro 8 und die 9. Die 9 habe ich auch gar nicht mehr, habe ich wieder verkauft, weil mich hat es einfach total aufgeregt, dass ich mitten in den Aufnahmen checken muss, läuft die Kamera überhaupt noch? Und ganz, ganz oft hat die sich aufgehängt, dann musste man den Akku rausziehen, einen Kaltstart machen, also so ein Reset. Das ist so nervig, vor allem auch im Winter beim Snowboardfahren oder Skifahren. Handschuhe ausziehen, Kamera-Check und ja, das macht die Insta-Kamera wirklich besser. Und ja, deswegen empfehle ich euch, auch die mal besser anzuschauen. Ich verlinke die auch unten unter dem Video, da könnt ihr euch noch mehr Infos von der Insta-Webseite direkt auch selber holen und euch die tollen Werbevideos anschauen. Jetzt geht es mir im HDR-Modus eigentlich eher so um die Stabilisierung, die videointerne Bildstabilisierung. Könnt ihr auch mal ein Gefühl davon machen, ob die Kamera das gut hinkriegt oder nicht. Aktiv HDR und so hört ihr auch den Sound, wie sich's anhört, wenn man rennt. Ich kann wahrscheinlich noch schneller rennen, aber mit Jacke ist das schwierig.
Wenn ihr mit dem 360-Grad-Objektiv filmt, bleibt eine Nachbearbeitung an dem Smartphone oder auf dem Rechner nicht aus. Ich mache es lieber auf dem Rechner, ich fühle mich da einfach wohler und kann da auch die maximale Bildqualität am Ende ausgeben. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich den Blickwinkel hier mit Preframes an meinem Rechner bestimme. Mir war es wichtig, euch die Bildqualität dieser Kamera in meinen Alltagssituationen zu zeigen. Ich habe sie in den Bergen dabei gehabt, am Wasserfall, aber auch beim Sport. Durch diese verschiedenen Videomodi hat man viele Möglichkeiten, diese Kamera ganz gut einzusetzen. Ich werde sie auch im Urlaub immer wieder mit dabei haben, weil sie einfach nicht viel Platz braucht. Was mir positiv auch an der Kamera aufgefallen ist in den letzten Wochen, ist, dass sie sich nicht aufhängt, dass sie von der Bedienung her sehr, sehr einfach ist. Also jeder kommt damit klar und vor allem, wenn man mit diesem 4K Boost Objektiv filmt, hat man direkt die MP4 Dateien auf dem Rechner, wenn man sie rüberzieht, und kann die direkt dann in sein Videoprojekt reinschieben und bearbeiten. Diese Kamera wird auch weiterhin mein ständiger Begleiter bei meinen Fototouren sein, aber auch wenn ich im Urlaub fahre mit der Family, weil sie einfach sehr, sehr vielseitig ist. Ich kann schöne Erinnerungen damit festhalten und sie nimmt einfach nicht viel Platz weg. Ich habe die in der Hosentasche oder im Rucksack und es macht einfach Spaß, mit dem Ding zu filmen. Falls ihr Interesse habt, diese Kamera zu kaufen oder ihr wollt euch einfach nur informieren, klickt gerne unten auf meinen Affiliate-Link. Der führt euch zur Insta-Webseite. Falls ihr die Kamera kauft, kriegt ihr eine klitzekleine Provision davon. Vielen Dank fürs Zuschauen dieses langen Videos. Aber es hat einfach Freude gemacht, die Aufnahmen zu machen und euch diese zu zeigen. Wir sehen uns bald wieder. Bye bye, euer Sigi, heute vom Wörthsee.